Ja, herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu unserer virtuellen Exkursion in Wien. Sie sehen diese jetzt im Nachgang als aufgezeichnetes Video. Die Exkursion wurde finanziert durch ein österreichisches, bayerisches Interreg-Projekt mit dem Namen Das Gebäude als Baustein der Energiezukunft. Mein Name ist Gunter Graupner, ich bin vom Kompetenzzentrum Bauforschung, einen von allen Bauinnungen in Österreich getragener Einrichtung. Und in diesem Zusammenhang möchte ich auch unseren Kooperationspartner, die Initiative Architektur aus Salzburg erwähnen, mit der wir gemeinsam diese hoffentlich spannende Exkursion veranstaltet haben. Unser nächstes Projekt ist das Wohnprojekt MGG 22, ein ganz, ganz spannendes Projekt. Heizen und Kühlen mit Beton, erstmals unter der Prämisse des Wohnbaus, wo ja auch sehr, sehr strenge Kostenrahmen wo auch sehr, sehr strenge Kostenrahmen vorgeschrieben sind. Von dem her ein ganz, ganz spannender Ansatz. Dafür haben wir ein Außenteam vor Ort, das uns jetzt auch das Gebäude dann vorstellen wird. Wir haben auch so im Backoffice sozusagen den Florian Ritsch, Energieplaner von der Vollsolar, auch verbandelt mit der Firma Future is Now, also der Familie Kustor. Auch schöne Grüße von dieser Stelle an die beiden Pioniere. Ja, und der Norbert Meyer, der Florian Ritsch stehen Ihnen dann auch jederzeit für Fragen zur Verfügung. Und jetzt fürs Vor-Ort-Team ist die Claudia Dankl von der Vereinigung der österreichischen Zementindustrie vor Ort, die auch eine Wohnung in dem Objekt haben und ein wesentlicher Unterstützer dieser Idee waren. Wir fangen außen an und bewegen uns dann schön langsam in Richtung innen. Liebe Claudia, bitte. Ja, hallo, herzlich willkommen von meiner Seite. Claudia Dankl von der österreichischen Zementindustrie. Danke auch für die Vorstellung, Gunther. Und jetzt haben wir alles am Video gesehen, die Mühlgrundgasse, haben wir auch Ausflüge gemacht in den 16. Bezirk. Und jetzt sind wir hier vor Ort und sehen dieses Konzept der S-Bahn-Stadt, diese Sträucher, den Grünraum, die Höfe, die Höhenstaffelung, also wirklich diese ganze städtebaulich fein abgestimmte Planung der drei Architektenteams, die dann an diesem Projekt beteiligt waren. Und die Marie und ich bewegen uns jetzt langsam durch die Anlage ohne Pferd. Wir können nicht alles bieten, aber wir bemühen uns. Aber man sieht halt einfach wirklich diese autofreie Anlage und wie sich die Wohnhausanlage auch öffnet nach außen. Und das Besondere daran ist ja eben wirklich dieses innovative Energiekonzept, also die Versorgung mit erneuerbarer Energie, die über Wärmepumpe und Bauteilaktivierung und Erdsonden möglich ist. Aber da wird der Florian Ritsch als Energieplaner dann sicher noch mehr dazu sagen. Ja, und also das ist ein Hof, der sich zur Mühlgrundgasse öffnet. Und wir gehen durch einen der typischen Durchgänge für hier in einen weiteren Hof. Also man sieht einfach wirklich diese Verzahnung, Innenraum, Außenraum ist sehr qualitätvoll in der Siedlung. Auch dass jede Wohnung hat einen Freiraum, also entweder Balkon oder Terrasse dabei. Und hinten, also wir haben bei einem Test probiert am Montag diese gemeinsame Gartenfläche, die der Norbert Meyer auch erwähnt hat mit der MA49, da haben wir leider keinen Handyempfang, aber wir können sie von oben vom Balkon dann kurz zeigen und runterschauen. Wir bewegen uns ins Stiegenhaus. Da wird uns dann wahrscheinlich der Empfang von der Kamera abbrechen. Und wenn das der Fall ist, würde ich dann einfach den Florian Ritsch bitten, dass er prinzipiell was zum Energiekonzept dann sagt, aber die Maria zeigt noch die wirklich, also diese schönen grünen, essbare Stadt und qualitätvollen Freiräume, die es hier gibt. Ja, dann bewegen wir uns mal rauf zur Wohnung und sind wahrscheinlich gleich im Empfangsloch. Ja, danke mal, Claudia. Lieber Florian, wenn du uns jetzt vielleicht einfach einen Eindruck gibst, wir haben ja das Thema der Exkursion war ja irgendwo das Gebäude als Baustein der Energiezukunft, ja. Und wenn du uns jetzt vielleicht einfach vorstellst, was ihr euch da gedacht habt und wie ihr auch technisch dann das Gebäude betreibt, also Stichwort Heizen und Kühlen über die Decke oder
Was habt ihr euch da überlegt und wie habt ihr auch die Autarkie hinbekommen? Ja, zum grundlegenden Gedanken, hört man mich? Ja, gut. Zum grundlegenden Gedanken ist zu sagen, es gab mal die Überlegung, dass es zu gewissen Tageszeiten einen Windüberschussstrom gibt, der an und für sich am Markt nicht so wirklich Platz findet. Und da hat man natürlich einen Weg gesucht, das in unser System gut zu integrieren. Und was eignet sich denn besser, wenn man jetzt Windüberschussstrom dafür verwendet, die Wärmepumpe als Kernstück der Wärme- und Kühlbereitung damit dann zu versorgen. Und das ist in ganz einfachen, schnellen Worten auch zusammengefasst der grundlegende Ansatz. Wir nehmen einerseits Strom, den man nicht nur günstiger kriegen, sondern der andernfalls nicht Verwendung finden würde am Markt, verwenden in dieser Zeit diesen Strom bevorrangt für den Betrieb der Wärmepumpe, erzeugen uns über ein Erdsondenfeld die entsprechende Wärmeenergie, sowohl fürs Heizen als auch fürs Warmwasser. Und in den Sommermonaten haben wir eine Temperierung der Wohnräume und schicken da die Wärme sozusagen aus den Räumen in die Erde dann hinunter. Ist aber keine aktive Wärmepumpenkühlung, sondern eine passive Kühlung. Das wäre jetzt einmal so in ganz groben Zügen, was die Räumlichkeiten selbst anbelangt, haben wir, wie schon mehrfach erwähnt, die Bauteilaktivierung da umgesetzt. Spannend vielleicht, dass wir immer die Aktivierung, wenn man jetzt in einer Wohnung steht, dann wirkt die Aktivierung immer von oben nach unten, nicht wie man es von der klassischen Fußbodenheizung her kennt, von unten hinauf. Wir haben es deswegen immer von oben nach unten die Richtung, weil wir dann im Sommerfall für die Temperierung weitaus bessere Ausnutzungsgrade haben. Das wäre es jetzt einmal so vom Prinzipiellen. Ich entschuldige, wenn ich mich da kurz vordränge. Ich hätte drei Fotos vom Keller, in dem es im Keller ist leider auch kein Empfang. Vielleicht spiele dir kurz ein, einen Moment. Gut. Da sehen wir aus einem kleinen Ausschnitt links. Das weiße Kästchen ist einmal die Wärmepumpe. Dahinter haben wir dann zwei Pufferspeicher in Wirklichkeit. Wir nehmen einen als Heizungspuffer und den anderen als Warmwasserpuffer. Zur Warmwasserbereitung vielleicht noch kurz gesagt, wir haben ein System, wo wir in den jeweiligen Wohnungen die Warmwasserbereitung je nach Bedarf über Wohnungsstationen aufbereiten. Und an und für sich, das, was jetzt dieser Ausschnitt hier zeigt, ist in Wirklichkeit schon das ganze Kunststück. Relativ geringer Verrohrungsaufwand, möchte ich meinen. Wärmepumpe, zwei Pufferspeicher, ein paar Umschaltventile, ein paar Pumpen, ein bisschen eine Ausdehnung und wir sind da eigentlich schon fertig. Dieses Foto sagt uns, wie es gewesen wäre, wenn alle vor Ort gewesen wären. Die Technikräume sind so wie immer klein bemessen, die meisten zumindest, sodass die Technik Platz hat. Und bei diesem Technikraum haben wir halt noch einen kurzen Korridor mit dazu, den man halt jetzt nicht als Technikraum in dem Sinn verwenden kann, um irgendwelche Geräte zu platzieren. Gut, dann denke ich, kann man zur Führung in der Wohnung kommen. Die Maria ist schon herum und es müsste eigentlich wieder funktionieren. Danke. Bitte. Ja, hallo, jetzt herzlich willkommen aus der Wohnung der Fötz. Wie versprochen, wir starten jetzt am Balkon wir noch. Und am Moment, ja. Kurz, wir sehen es noch verdreht. Ja, verdreht, am Moment. Okay. Wir müssen Sie alle jetzt auf den Kopf stellen, das ist einfach, um ein bisschen mittägliches Yoga zu machen. Jetzt geht's. Okay, also da unten ist eben diese gemeinsame Grünfläche, dahinter der Wald- und Wiesengürtel und dann das Mühlwasser auch, also da wird es auch grün bleiben. Und das Ganze halt also nebenbei auch eine sehr moderne Wohnhausanlage, alles da im Einzugsgebiet der U2 Stadlau und der Schnellbahnstation Stadlau.
Und nachdem wir ja alle da sind wegen der Bauteilaktivierung, begeben wir uns jetzt in das bauteilaktivierte Objekt. Ich habe gesehen, beim Stadtelefant wurde auf die Beschattung hingewiesen, auch hier Außenbeschattung, also Rollos, die man runterlassen kann, sehr wichtig, weil man mit der Bauteilaktivierung natürlich kühlen kann, aber die ganzen äußeren Lasten natürlich trotzdem minimiert werden sollen. Ja, also jetzt sind wir in der Wohnung, also hier sind wir in einem Energiespeicher, sieht man nicht, schaut aus wie eine ganz normale Wohnung, ist eine ganz normale Wohnung. Die Temperierung und Konditionierung des Raums über die Decke hat den Vorteil, dass hier keine Heizkörper sind, also man hat mehr Platz und zusätzlich eben mit der Kühlung, dass die man ressourcenschonend und einfach wirklich umweltfreundlich gewährleisten kann über die Bauteilaktivierung mit diesem Austausch über die Erdsonden. Da braucht man auch kein Kühlgerät, das laut ist und das zieht, also wirklich dann im Sommer komfortable Temperaturen. Es wird über die Decke geheizt und gekühlt. Da war heute auch, habe ich gesehen, beim Stadtelefant die Frage. Und damit kommen wir auch zur Frage, warum haben wir hier überhaupt eine Wohnung? Also die Vereinigung der österreichischen Zementindustrie beschäftigt sich schon ganz lang mit dem Thema der Bauteilaktivierung. Die Technologie wird gerade in Bürogebäuden schon lange zum Kühlen eingesetzt. Und jetzt aber, wo die Gebäudestandards, Gebäudehüllen auch besser werden, ist es möglich, mit dieser Technologie gleichzeitig zu heizen und zu kühlen. Und dazu muss man nicht eben Decke und Fußboden nehmen, sondern die FÖZ hat dazu auch umfangreiche Forschungen gemacht und den Leitfaden zur thermischen Bauteilaktivierung herausgegeben, wo auch Bauphysiker nachgewiesen haben, wie wirklich diese Strahlung von der Decke dann im ganzen Raum wirkt und komfortable Temperatur gewährleistet. Und wir können das jetzt, wir haben diese Wohnung seit Oktober letzten Jahres und können das auch nur bestätigen, dass da wirklich einfach immer Sommer wie Winter angenehm ist in der Wohnung. Dann schauen wir vielleicht weiter zum, wir haben jetzt wieder einen zusätzlichen, den Außendienstmitarbeiter, den Wolfgang Konrad, der jetzt irgendwie, wir haben gesagt, wir zeigen die Temperaturen von der Decke, weil es wird jetzt schon über die Decke geheizt. Wolfgang, wie ist die Temperatur? Komm, ich sehe es nicht drum. 26,9 Grad, ja. Genau, wenn wir jetzt vielleicht den Boden dazu messen, wie der. Also man sieht, die Wärme kommt von oben und wird dann im Raum gleichmäßig. Können wir noch eine Wand auch messen vielleicht? Dass man wirklich sieht, wie sieht das dann... Okay, da ist die 24,9, ja, also 25. Okay, also wir haben wirklich diese gleichmäßige Temperaturverteilung im Raum gesehen und kommen jetzt zum Herzstück der Technik, zu den Verteilerkreisen, die im WC auf der Decke sind die zu sehen. Also die Wohnung hat 50 Quadratmeter, wäre eigentlich, es ist eine große Variabilität in den Grundrissen, auch in der Wohnhausanlage. Man könnte auch zwei Räume draus machen. Drum hat die Wohnung 4 Kreise mit der Bauteilaktivierung, die da eben angeschlossen sind und wo halt Zu- und Rücklauf in die Decken geht. Die Maria, hast du die Grundrisse auch schon hergezeigt? Also da sieht man den Grundriss der Wohnung, da sind die 4 Heizkreise auch verortet und ja. Also für alle, die da wohnen, auch ganz spannend vielleicht. Es gibt im Bad in den Wohnungen einfach wirklich noch dann, falls es sehr kalt ist oder wenn alle geduscht haben, einen elektrischen Handtuchheizer, den man auch anwerfen kann. Aber sonst wird es eben, wie gesagt, über dieses System der Bauteilaktivierung mit Wärmepumpe und Windstromunterstützung geheizt. Was ganz wichtig ist, auch im Hinblick auf die Erhöhung des Anteils des erneuerbaren Stroms und das Gebäude da als Ganzes wirklich als Speichermasse und
quasi Bauteilbatterie wirken können. Ja. Ja. Claudia, danke derweil einmal. Ich würde jetzt schon mal im Anschluss gleich ein paar Fragen mit reinnehmen. Eines möchte ich noch vorweg sagen, also weil du gesagt hast, die wenig auseinanderklaffenden Temperaturen zwischen Boden und Decke. Wir haben ja in Salzburg 2012 ja auch gemeinsam schon angefangen, einen Simulationsraum zu errichten. Das war damals am Gelände der Bauakademie Salzburg. Die Vereinigung österreichischer Zementindustrie war auch mit dabei und ein paar lokale Bau- und Betonunternehmen. Und damals ist uns eigentlich schon aufgefallen, und da haben wir sehr, sehr genau gemonitort, dass wir 0,7 bis 1 Grad Maximum Temperaturdifferenz zwischen beheizten und nicht beheizten Bauteilen gehabt haben, egal eigentlich von welcher Seite wir das Ganze beheizen. Ja, und das war irgendwie so ein bisschen der Schlüssel, ja, um da in diese Richtung weiterzugehen und da dran zu bleiben, weil wir natürlich eines gesagt haben, und das ist schon ganz spannend. Wenn man natürlich die Beheizung und die Kühlung ausschließlich über die Decke macht, dann kann man natürlich sehr schön den klassischen Fußbodenaufbau beibehalten, und das erleichtert es natürlich schon gewaltig in Richtung Bauausführbarkeit, solche Gebäude dann auch mit den bestehenden Arbeitern zu errichten, also mit den Fachkräften, die schon im Unternehmen sind, Rohre einlegen und den Eisenflechtern, da ist es auch so, dass wir die Erfahrung gemacht haben, wenn das zusammengespielte Teams sind, die das beide schon mal gemacht haben, geht es beim zweiten Mal gleich ohne Probleme. Wenn das erstmalig ausgeführt wird, ist es oft nicht ganz so einfach. Ja, ich würde jetzt bitten, dass wir ein paar Fragen aus dem Chat an dich oder an den Florian Ritsch stellen, je nachdem, wer sich von euch beiden dann imstande fühlt, die zu beantworten, kann dann einfach loslegen. Uli, bitte. Die Frage war, warum wird überhaupt schon geheizt? Würde ich vielleicht dem Florian Ritsch weitergeben als Energie. Ja, sein tut es einmal so, dass wir die Regelung so ausgelegt haben, dass ab einer gewissen durchschnittlichen Außentemperatur in den Heizbetrieb umgeschalten wird. Wir haben uns generell für dieses Projekt auch den 1. Oktober als Umschaltungszeitpunkt in den Heizbetrieb einmal vorgenommen, um einfach zu sehen, wie das Gebäude in weiterer Folge reagieren wird. Wir müssen ja schon bedenken, dass wir relativ träge Speichermassen haben. Insofern können wir jetzt nicht den Beton so weit auskühlen lassen, dass wir dann vielleicht, wenn jetzt eine Kälteperiode kommt, dass wir dann zu lange brauchen, um die Räumlichkeiten wieder angenehm auf Temperatur zu bekommen. Deswegen beladen wir momentan schon, allerdings natürlich nicht übermäßig. Ja, also wir halten den Beton in einer gewissen Bandbreite, und je nachdem, wie sich jetzt in den nächsten Wochen und Tagen das Wetter entwickeln wird, beziehungsweise die Außentemperatur sich verhalten wird, wird entweder mehr hineingeheizt oder es wird einfach noch ein bisschen pausiert. Als Nutzer der Wohnung darf ich da vielleicht auch noch was ergänzen. Also es gibt auch ein Handbuch für die Benutzerinnen, dass man einfach nicht, wie man es gewohnt ist, wenn man in den Urlaub fährt, die Heizung ausschaltet, weil das natürlich bei der Bauteilaktivierung dann kontraproduktiv ist. Weil man hat einfach so geringe Heiz- und Kühlkosten, dass es einfach wichtig ist, dass die Wohnung temperiert bleibt, und das führt einfach nicht zu diesen Aufwänden, wie man da eine Gastherme anspringt und Radiatoren beheizt. Also es ist wirklich besser, von der Effizienz her die Wohnung auf Standard zu halten. Ja. Bezüglich Effizienz, das ist die Frage nach dem Wärmebedarf und der Kühllast pro Quadratmeter, circa. Hast du die Daten, Florian? Das ist eine gute Frage. Also ganz allgemein gesprochen, wir haben in der Grundprojektierung hatten wir, was die normale Heizlastberechnung anbelangt, 840 kW ausgerechnet für alle 160 Wohnungen. Unter Berücksichtigung der Betonmassen, der Speicherfähigkeit, haben wir schlussendlich über das gesamte Projekt drüber eine Heizleistung von 300 kW installiert. Das können wir aber relativ schnell
dividieren. Dann gibt es noch eine Frage zu den Wärmepumpen vom Herrn Leitschuh. Wie viele Stunden am Tag betrieben werden im Winter und welche Leistung diese haben? Ich habe es jetzt akustisch nicht verstanden. Wie viele Stunden am Tag die Wärmepumpen im Winter betrieben werden, mit welcher Leistung die Wärmepumpen laufen? Wir haben je nach Gebäudegröße Leistungen installiert von 25 bis 60 kW Heizleistung. Über die Wintersaison gehen wir im Normalfall von den klassischen 1600 Betriebsstunden aus. Für die einzelnen Gebäude habe ich jetzt da noch keine Daten vorliegen. Allerdings sind wir da schon bei relativ hohen Laufzeiten, wenn jetzt der Winter natürlich streng ist. Ja. Also wir warten jetzt die kommende Winterperiode ab, um diese Zahlen wirklich auch zu bekommen. Der Teilnehmer würde dazu gerne wissen, ob die Wärmepumpen, ob gewährleistet ist, dass die Wärmepumpen dann mit Überschussstrom betrieben werden. Naja, wir haben von der Regelung das so hinterlegt, dass wir die Bauteile ja in einem gewissen Temperaturband betreiben. Wenn jetzt momentan kein Windstrom zur Verfügung steht, dann schauen wir nur, dass wir von der unteren Temperaturbandschwelle ein Kelvin mit Normalstrom hineinheizen. Sobald wir aber Windstrom haben, wird die Wärmepumpe so lang betrieben, bis wir an die obere Schwelle des Temperaturbandes angelangt sind und haben somit die maximale Ausnutzung des Windstromes, solange der verfügbar ist. Okay, dann, ich weiß nicht, das ist vielleicht eh schon gesagt worden, das habe ich vielleicht vorhin beim Umschalten nicht mitbekommen, ob es eine zentrale Wohnraumlüftung gibt. Gibt es bei diesem Projekt nicht. Bei dem Projekt wurde das so entschieden, dass wir an den Außenwänden im jeweiligen Hauptwohnraum ein klassisches Nachströmelement gesetzt haben und die Absaugung läuft über die Sanitärräume wie Bad und WC, je nach Betrieb. Vielleicht können wir das mal kurz zeigen, weil das sieht man eigentlich ganz schön im Wohnraum. Genau, da hat es wieder mal Sinn, dass wir da vor Ort auch sind. Hier haben wir neben der Balkontür die Nachströmöffnung, also wo und wo auch wirklich dann im Winter die Wand, also weil wir messen öfter, also da wird es dann wirklich auch kühl, also da würde ich jetzt nicht irgendwie gerade das Sofa herstellen, aber es wird jedenfalls der Luftnachzug gewährleistet und vielleicht können wir auch einen Blick ins, also wir haben die Ansaugöffnungen eben im WC und im das Bad. Sind also die, das sind die Einzelrahmenventilatoren. Genau, die Einzelrahmen. Das sind ganz klassische Einzelrahmenventilatoren. Also eigentlich eine Low-Tech-Lüftung, um den hygienischen Luftwechsel zu gewährleisten. Genau, oder? Hat man es gesehen, die, oder sind wir? Nein, hat man schon gesehen. Hat man gesehen, passt. Dann sind noch ein paar Fragen. Eine Frage zum Energiemonitoring. Ich glaube, die Claudia Dankl hat schon gesagt, dass es eins gibt. Wenn ja, was wird aufgezeichnet? Aufgezeichnet werden die Temperaturen einerseits, also es gibt Musterwohnungen, wo wir sehr wohl die Raumtemperatur im Hauptraum abgreifen, aber auch die Betonkerntemperaturen. In weiterer Folge die üblichen Temperaturen, wie man es bei einem Heizkreisvorlauf hat, die Temperaturen, wenn wir im Sommerbetrieb mit der Kühlfunktion hineinfahren. Das sind einmal so die wesentlichen, aber natürlich auch der Windstromanteil. Ja, das sind einmal die wichtigsten Größen, die wir aufzeichnen. Außentemperatur sowieso. Zum Erdspeicher gibt es noch die Frage, wie groß ist das Temperaturband im Erdspeicher? Im Erdspeicher, da müsste ich mir die Daten auch heraussuchen. Das kann ich leider so jetzt nicht beantworten. Die habe ich nicht parat. Kann ich aber im Nachgang gerne beantworten. Eine Größenordnung könnte ich dazu vielleicht geben. Ja, bitte. Hört man mich mal, bewegt sich da irgendwo zwischen 7 und 17 Grad ganzjähriger Temperaturschwankung im Erdreich? Da hat sich jetzt der Experte schlechthin zu Wort gemeldet, der Thomas Kreitmeier, der hier vor Ort auch wohnt am Höhlgrund. Hallo Thomas. Ja, was klar. Ja, grüß dich. Und auch bei der Stadt Wien ist, soweit, wenn meine Informationen richtig sind. Und dort richtig, auch mit an den doch sehr innovativen Konzepten immer wieder beteiligt ist. Richtig.
Magistratsabteilung 20 Energieplanung. Ja, genau. Wir werden ihn heute noch einmal hören, unserem letzten Standort. Dürfen wir noch zwei Fragen weiterleiten oder geht sich das zeitlich nicht mehr aus? Okay, schau, alles gut. Bezüglich der Nachströmung im Wohnzimmer, das, ja, die Bewohner akzeptieren das ja manchmal nicht. Funktioniert das oder wird das da dann zugeklebt oder so? Thomas, hast du da irgendwas gehört? Du bist da der. Ja, aus Bewohnersicht. Und ich habe Einblick bei den Nachbarinnen und Nachbarn auch. Es gibt überhaupt keine Probleme. Warten Sie ganz kurz, ich kann Ihnen vielleicht etwas zeigen, wenn sich mein Laptop hier bewegen lässt. Exkursion mit zwei Wohnungen. Ja, am besten jetzt kurz reden, Herr Grettmeier, dann jawohl. Okay, also selbst wenn die Couch da steht, ist es eigentlich kein Problem. Genau, ja. Hört man mich jetzt? Ja. Ja, genau. Also wir haben die Nachströmöffnung hier und da sitzen die Kinder, die sitzen auch im Winter und ich habe das auch im Winter gemessen. Es ist keine merkliche Komforteinbuße feststellbar. Also es ist nicht irgendwie, dass da kalt reinzieht oder man irgendwie einen unangenehmen Zug in Kauf nehmen muss, wenn man da sitzt. Ihr habt ja den Wutzler drunter stehen, um Sport zu machen. Das ist ja wahrscheinlich gut, wenn die Frischluft nachströmt. Genau. Wenn wir da eh gleich einen Bewohner haben, vielleicht können Sie das auch beantworten. Wie lange es gedauert hat, bis die Anlage wirklich eingestellt war, energieeffizient funktioniert hat? Bis sie wirklich eingestellt war. Wir sind im ersten Betriebsjahr und ich glaube, wir sind noch immer bei der Optimierung, weil natürlich wie bei jeder Wohnhausanlage gab es am Anfang gewisse Herausforderungen. So hat es zum Beispiel bei der Fensterlieferung ein Problem gegeben, dass eben diese Fixverglasungen wie die da hinter mir unter der Halteleiste hier Dichtungsproblem hatten. Und damit ist natürlich auch die Heizung überfordert gewesen teilweise. Aber wir reden davon da jetzt nicht davon, dass es nicht geheizt werden konnte, sondern dass statt einem Zielwert von 23 Grad in den Wohnräumen halt nur 21,5 erreicht wurden, weil zu viel kalte Luft durch die Fenster reingeströmt ist. Wir sind nach wie vor in einer Optimierungsphase und ich glaube, dass man am Ende des ersten kompletten Betriebsjahres, was dann um Neujahr sein wird, sagen kann, dass man vielleicht einen optimalen Betrieb hat. Und wissen Sie, ob das Energiemonitoring öffentlich zugänglich ist? Aktuell noch nicht. Eben weil es das erste Betriebsjahr ist und es ist klar, dass das erste Betriebsjahr nicht repräsentativ ist. Deswegen möchte man da auch die Aussagen nicht rausgeben, weil die dann unreflektiert missinterpretiert werden können. Abgesehen davon, dass die Baufeuchte natürlich im ersten Jahr immer eine dementsprechende Rolle spielt und die Heizleistung da schon auch anders ist. Das haben wir bei Monitoring-Projekten von anderen Gebäuden von uns gesehen, dass das erste Jahr eigentlich auch bei kleineren Objekten nicht repräsentativ ist für solche Wohnanlagen. Genau. Aber da es vom BMK begleitfinanziert wird, werden wohl die Monitoring-Ergebnisse auch veröffentlicht werden. Nach Beendigung des finanzierten Monitorings, 2 Jahre wird das laufen. Apropos Monitoring, da möchte jemand wissen, ob Universitäten bei der Auswertung des Monitorings involviert sind. Nein. Und ich glaube, die Frage geht dann noch an den Herrn Ritsch vom Roman, ob man die Windkraftanlage detailliert nochmal darstellen könnte. Er hat da irgendwas überhört oder würde es gerne genau wissen. Also die Windkraftanlage, da ist die WEB mit an Bord, die Freischaltung der Wärmepumpen ist da von einem Windpark mit der WEB gekoppelt. Also so ist das geregelt, meines Wissens. Was ist Florian, ob da von deiner Seite? Also an und für sich bekommen wir auf unsere Leittechnik einen Freigabekontakt oder einen Kontakt, dass wir wissen, es steht jetzt dieser Windstrom an und jedes Gebäude überprüft dann, ob der Windstrom gerade benötigt wird. Und wenn ja, dann laufen. Das haben wir vielleicht am Anfang noch nicht so genau erklärt. Wir haben auf den 10 Stiegen haben wir in Summe 9 Technikräume und 9 für sich autarke Wärmepumpen mit Leittechnik. Und je nachdem, welches Gebäude halt gerade Energie braucht, nimmt die Windenergie dann her zum Betrieb der Wärmepumpe. Dankeschön. Da ist jetzt noch eine letzte Frage. Wie gut deckt sich der Wärme- und Kältebedarf mit der Windenergieproduktion? Ja, also
Könnt ihr relativ viel abernten von dem Überschussstrom, der da da ist, oder habt ihr schon lange Pausen, wo ihr auf den konventionellen Strom aus dem Netz zurückgreifen müsst? Also an und für sich saugen wir so ziemlich alles ab, was wir kriegen. Was wir im ersten Betriebsjahr natürlich noch ein bisschen verfeinern mussten, ist einfach in der Optimierungsphase, dass wir uns mit den Temperaturschwellen da ein bisschen noch herantasten, um halt wirklich das Optimum herauszukommen. Was jetzt generell Heizen und Kühlen anbelangt, da decken sich die Energieflüsse zwischen Sommer und Winter so ziemlich. Also das, was wir im Winter halt an Wärme aus der Erde herausziehen, das schicken wir im Sommer auch wieder herein und haben dadurch gewährleistet, dass der Erdkörper und die Tiefensonden, dass das einfach regeneriert wird. Das ist auch ganz spannend. Es gibt ja ein Referenzprojekt, wo das im kleinen Maßstab schon mal ausprobiert worden ist. Das ist ein Einfamilienhaus. Und da ist es so, dass man schon sehr, sehr viel von diesem Windüberstoß Strom abgreifen kann, um diese Wohnanlage zu beheizen. Wenn man jetzt nur die Heizenergie heranzieht, waren wir da jetzt im zweiten Jahr, im ersten Jahr noch nicht so hoch, im zweiten Jahr fast um die 90%. Ich weiß jetzt nicht, was da der angepeilte Zielwert ist. Das wird wahrscheinlich in so einer großen Anlage ähnlich herausfordernd sein wie bei einem Einfamilienhaus. Aber wir sind schon sehr gespannt, was dann wirklich im zweiten Jahr rauskommt, was da abgeerntet werden kann, weil dieses Einfamilienhaus in Niederösterreich schon auch wieder ein Pilot war, um zu sehen, was alles möglich ist. Ich hätte ein paar kurze Folien auch vorbereitet und wir haben auch seitens FÖZ ein kleines Monitoring laufen in der Wohnung, also einfach so informell für uns und wo auch die Vorgeschichte mit diesem Gebäude, mit dem Einfamilienhaus im Weinviertel, das der Gunther gerade erwähnt hat, dargestellt ist. Ist das jetzt zu sehen für alle? Ja. Also das ist einfach wirklich das Thema Gebäude als Energiespeicher. Also eben wie gesagt, wenn man wirklich den Energiebedarf zu 100% aus Erneuerbaren decken will, das ist unregelmäßig und da braucht es eben die Speicher. Und da eignet sich Beton halt einfach wirklich sehr gut aufgrund der hohen Wärmeleitfähigkeit und dem hohen spezifischen Gewicht und eben wegen dieser hervorragenden Kühlung auch an der Geschossdecke und dem guten Strahlungsaustausch, den wir auch schon gesehen haben. Und was ganz besonders wichtig ist, also nicht nur der Reinhard Fendrich hat schon gewusst, dass die Hitze der Stadt im Sommer brutal ist. Und das sieht man auch hier bei den gemessenen Daten, dass einfach wirklich die Abweichung immer mehr Richtung heißes Sommer geht und dass das Kühlen da total zentral ist. Gunther hat erwähnt unseren Simulationsraum, wo wir begonnen haben 2011 zu forschen, also diese Komfort auch mit der Bauteilaktivierung, wie organisiert sich dieser Strahlungsaustausch. In der Mitte ist dann dieses Haus im Weinviertel zu sehen, wo eben mit Bauteilaktivierung über die Decke geheizt wird und wo es die Windstromversorgung auch gibt. Also dort hat die Wärmepumpe auch ein Freischaltsignal von einer Windstromanlage der WEB. Der letzte Punkt ist jetzt eben wirklich das MGG 22, wo man mit dieser Technologie jetzt im sozialen Wohnbau ist und das zeigt. Das sind eben die Partner von diesem Pilotprojekt. Hier sieht man beispielhafte Daten aus dem Monitoring, wie also die Temperatur im Raum und in der Decke halt eben abfällt und dann bewegt sich auch in einem Band. Das ist die Raumtemperatur, das ist die Decke und Vorlauf und Rücklauf. Und wo, wenn es abfällt, bis zu einer gewissen Komfortgrenze, die eingestellt ist, und dann kommt Wind und dann wird es beladen bis zum Maximum, wenn viel Wind da ist. Dann fällt es wieder ab, wenn kein Wind ist. Wenn es eine Komfortgrenze unterschreitet, wird dann trotzdem nachgeheizt, auch ohne Wind. Und bei 50% Wind ist dieser Anstieg dann nicht so klar wie hier, sondern da heizt es halt dann mal rein und fällt dann wieder ab und ja. Der Gunther hat auch erwähnt, im ersten Winter bei diesem Haus, wo gemessen worden ist, war 16-17, da konnte 71% Windkraft fürs Heizen, für den Wärmepumpenstrom gedeckt werden, aus Windkraft gedeckt werden. Im zweiten Winter wurde das Haus dann auf dem Monitoring, aufgrund der hohen Verbräuche ist man draufgekommen, dass es da Fehler geben muss. Da wurde dann generell, konnte der Verbrauch durch einige Undichtigkeiten in der Gebäudehülle, die beseitigt wurden, gesenkt werden und da ist man dann bei 90% Windstrom gewesen.
Da ist jetzt die Mühlkrongasse, da sieht man auch Beispiel von einem von einer echten Exkursion, die wir heute leider nicht haben. Da müssen Sie sich virtuell mit den Bildern begnügen. Aus der Wohnung haben wir heute eh schon live übertragen. Und das sind jetzt Daten von unserem Monitoring, das wir hier drinnen haben. Also wir haben draußen am Balkon einen Temperaturfühler stehen und innen in der Wohnung. Und da ist immer, das Rote ist immer die Obergrenze an dem Tag, das Blaue ist immer die Untergrenze an dem Tag. Hier sieht man die Außentemperatur im Juni. Hier sieht man die Innentemperatur im Juni. Der Juni war heuer sehr kühl und da ist die Temperatur innen ist gestiegen, gestiegen, gestiegen. Da hat man gelüftet an einem kalten Tag. Da ist die untere Grenze dann halt stark gefallen. Und was man sieht, wie es dann warm geworden ist, also Ende Juni ist dann die Kühlung erst in Betrieb genommen worden. Und ja, das sind jetzt diese beiden Files gegenübergestellt. Ich sehe nämlich da gerade den... So, ich habe jetzt die Teilnehmer woanders hinschieben müssen. Und also da sind wir jetzt Anfang Juni, wo man sieht, die Temperatur innen steigt. Außen ist halt nicht so warm gewesen der Juni mit 26 Grad maximal da bis zu diesem Zeitpunkt. Und da sind wir jetzt bei diesem Zeitraum Ende Juni. Da sieht man, da wird es dann draußen wärmer. Und hier dann dieses Wochenende, Ende Juni, ist die Kühlung in Betrieb genommen worden. Da fällt dann die Innentemperatur konstant. Und da sind wir auch, also sie fällt noch und wird runtergekühlt. Wir haben es dann relativ kühl eingestellt gehabt, einfach auch um das zu testen, wie es funktioniert. Und wenn, also wie das Ganze dann mal in Funktion war, ist es dann relativ stabil bei diesem Band dann unten geblieben. Also die, das wechselt immer, da sind wir jetzt bei 21,5 Grad, die ist dann draußen steigt und fällt, aber drinnen ist es dann einfach sehr konstant. Sehr ja, homogen, und das ja. ist, genau. Und auch in diesen Klimaschutzgebieten, wo die Versorgung mit erneuerbaren Energien vorgesehen ist, ist hier der Energiespeicher Beton auf der Grafik eben wirklich als wichtige Komponente, als wichtiger Teil erwähnt. Und da hat die Stadt Wien, ich glaube mit dem Energy Center Vienna auch ausgerechnet, auf Basis von unseren Daten von dem Forschungsprojekt mit dem Windhaus, wie viel CO2-Emissionen in Gramm pro Kilowattstunde Energieversorgung drinnen stehen. Und da sieht man, beim Erdgas ist man da bei 170 Gramm, die Fernwärme bei 20 Gramm. Und wenn es wirklich gelingt, 80% Windstrom abzuernten, was in dem Einfamilienhaushalt der Fall war, dann ist man mit so einer Versorgung bei 11 Gramm CO2 pro Kilowattstunde circa. Ja. Also das ist die letzte Folie. Da würde ich mich gerne noch einmal einbringen, Norbert Meyer. Hallo? Ja, Norbert, wir hören dich. Genau. Die Grafik eben mit den 20 Gramm und den 11 Gramm, also die bei der Fernwärme wird in Berechnung nicht darauf, wird die Fernwärme sozusagen als Nebenprodukt der anderen Energieerzeugung genommen. Also da, und daher sozusagen ist das ein völlig falscher Wert und die Fernwärme hat ja auch 70% Gasanteil. Also das, was ganz am Anfang wichtig war, aus meiner Sicht, war eben wegzukommen von der Fernwärme und eine wirklich hundertprozentig alternative Energiequelle und Energieversorgung. Also die Fernwärme, wie wir gehört haben, vom Stadtlicht wird gut verkauft als grüne Energie, ist aber aus meiner Sicht eine sehr ambivalente Energiequelle, die weit tiefer sozusagen im Interessensgebiet der Stadt, auch in Stadt Eigentum ist, wird sie da ein bisschen schön geredet oder sogar sehr stark schön geredet. Und der Ansatzpunkt bei uns war, wegzukommen von der Fernwärme. Die Fernwärme wäre viel günstiger gewesen, hätten nur einen Anschluss braucht und hätten alles versorgen können. Aber der Kraftakt war eben, die Komponenten zu finanzieren und damit dann dafür den Betrieb günstiger zu haben. Norbert, jetzt habe ich noch eine letzte Frage an dich, die auch immer viele Teilnehmer oder vor allem viele Experten interessiert. Bitte, Wolfgang. Ja, ich wollte nur sagen, wir müssen leider sausen. Das heißt, wir werden jetzt aussteigen mit der Live-Kamera da und melden uns dann um 15.15 Uhr hoffentlich, dass wir das auch bis dorthin schaffen vom nächsten Standort. Eine letzte Impression aus der Wohnung, was die alle Mieter gekriegt haben, einen, also für die Bohrmaschine einen Aufsatz, damit man auch in die Decke bohren kann und nicht zu tief hineinbohrt, also nicht die Bauteilaktivierung erwischt. Also nur mit diesem Aufsatz ist es gestattet, in die Decke zu bohren. Super. Ja, dann verabschiede ich mich auch von den Zuhörern. Sinnvolle und kostensparende Maßnahme. Danke, liebe Claudia, von dir müssen wir uns ja schon verabschieden.
Wir anderen können noch kurz weiter diskutieren. Danke an das Außenteam. Norbert, jetzt noch eine Frage an dich. Wie geht es einem als Bauherrn? Ich meine, das ist ja doch eigentlich erstmalig Umsetzung, Heizen und Kühlen in der Decke. Wenn man sich auf so innovative Konzepte einlässt, hast du schlaflose Nächte gehabt oder warst du immer davon überzeugt, auch in hinsichtlich Kosten, Transparenz und Zielerreichung? Wie ist es dir da gegangen und war es ein Wechselbad der Gefühle oder warst du von Anfang an überzeugt, dass das funktionieren wird? Ganz kurz noch zum Bohrer. Also wir haben eben versucht, auch die Benutzerseite, Bewohnerseite sozusagen nicht, möglichst gut zu betreuen. Ich wollte das neue Leben eigentlich verbieten, dass man hineinbohrt in die Decke. Und natürlich haben wir Toleranzen. Die Bohrer hat sehr viele Toleranzen geliefert während des Baus. Aber wir haben 6 Zentimeter und die ist 3 Zentimeter. Und daher haben wir das sozusagen dann allgemein erlaubt, dass man hineinbauen kann, weil einfach das sonst sehr lästig ist. Und viele Kühldecken, zum Beispiel bei Renzo Piano am Bahnhof, die sind eben so, dass sie eine relativ kleine Überdeckung hat. Man muss mit Kleber arbeiten an der Decke und das ist eigentlich unbefriedigend mit dem Kleber. Ich hoffe, dass mein Blutdruckmittel irgendwann einmal absetzen kann. Eingewöhnungsphase, wie wir gehört haben vom Herrn Greitmeier. Das ist leider so und es war uns auch klar, dass wir Kinderkrankheiten haben werden, aber es war auch, wie ich vielleicht auch artikulieren konnte, war es einfach wichtig, dass man in einem gewissen Maßstab das einmal umsetzt und dass wir dann eben möglichst viele Folgeprojekte haben und die haben das Glück, dass sie manche Fehler nicht mehr machen müssen oder weil manche eben nicht optimierten Dinge nicht in der Form umsetzen, aber insgesamt bin ich sehr zufrieden. Und zum Beispiel, weil wir gerade das Bild gesehen haben von der Claudia, das war eine Exkursion aus München, wenige Tage nach Fertigstellung der Wohnanlage und die Münchner Stadtbaudirektion ist endlich die Aufgabe zu überprüfen, diesen Auftrag dann abzugeben an die Münchner Stadtpolitik, eben die einen Antrag gestellt haben, die CSU und die Grünen, ob eben dieses System MGG 22 für den Neubau in München eine sinnvolle sozusagen sein soll. Da weiß man noch nicht, was da rauskommt, aber auf jeden Fall ist es gut, wenn es in die Diskussion kommt und da hat sich das bisschen, die paar Blutdruckwerte haben sie da schon aus. Ja. Danke, vielen lieben Dank an dich, Norbert Meyer, dass wir das auch hier besichtigen haben dürfen. Florian Ritsch auch von der Energie-Expertenseite, dass du dabei warst. Ich glaube, das war wieder eine tolle Ergänzung, weil einfach sehr viele Fragen von euch einfach noch kompetenter zu beantworten sind. Für die Teilnehmer, es geht jetzt dann in die Pause. Sie können in der Pause aussteigen. Der Link, den Sie bekommen haben, funktioniert beim nächsten Objekt auch wieder. Sie können aber auch weiterhin online bleiben. Das ist grundsätzlich kein Problem. Wir sehen uns dann wieder um 15.15 Uhr und dann geht es weiter mit der Bundesschule in Aspern. Ja, falls Sie sonst noch ratschen wollen, Sie können in der Zeit jetzt auch die Mikrofone einschalten, sich untereinander auch vernetzen, falls der eine oder andere ein bekanntes Gesicht gesehen hat, alles möglich. Für die, die die kurze Pause machen wollen, 15.15 Uhr, gleicher Link, dann sehen wir uns wieder. Dankeschön. Und ich darf noch was dazu anmerken. Wir stellen jetzt noch eine Umfrage ein. Das ist für uns dann vielleicht hilfreich, weil nachdem es die erste virtuelle Exkursion ist, da ein bisschen eine Rückmeldung zu bekommen, wie es gefallen hat, wie es gelaufen ist und so. Es gibt am Ende des Ganzen auch eine Umfrage. Diese Umfrage, die wir jetzt einstellen, behandelt nur die ersten zwei Objekte, die Umfrage am Schluss dann alle. Also man kann auch einfach nur die am Schluss machen. Aber ich stelle jetzt trotzdem mal die ein. Bitte, Ronald, du möchtest noch... Mikro einschalten bitte, seitlich, links. Jawohl. Danke für die Gelegenheit. Ich möchte zur Fernwärme etwas relativieren zu Norbert Meyer. Fernwärme ist nicht nur schlecht oder mit hohen CO2-Werten belastet. Fernwärme kann auch aus industrieller Abwärme kommen. Und werden jetzt in Salzburg, also wir
der Dietmar Stampfer mit der Heimat Österreich und der Salzburger G, die werden ein großes Wohnbauprojekt mit dem Rücklauf der Fernwärme Bauteil aktivieren. Also Bauteilaktivierung und Fernwärme sind kompatibel und das niedrige Temperaturniveau der Bauteilaktivierung ermöglicht es, den ansonsten ungenutzten Rücklauf der Fernwärme in der Bauteilaktivierung zu verwenden. Also bitte die Fernwärme differenziert zu betrachten. Dankeschön. Ja, danke für den Einwand, Ronald. Hast du gerade noch gehört, dass da das Thema Fernwärme angesprochen wurde? Entschuldigung. Nein, bitte. Wir haben natürlich zusätzlich zu dieser, sozusagen, es ist definitiv so, dass in Wien 70% der Fernwärme von der Gasseite kommen. Das ist so, das ist ein fossiler Brennstoff, das sind 70%. Und das Zweite ist natürlich die Leistungszahl. Also mit der Bauteilaktivierung über die Geothermie hat man natürlich eben auch diese Komponente, mit der man, wenn man jetzt von der 80% ausgeht und einer Leistungszahl von 5%, dann hat man nur noch einen sehr geringen Anteil an normaler alternativer Energie, Windenergie, die nicht Überschuss ist. Also das ist, glaube ich, systemisch ziemlich schlüssig. Vor allem, was für mich eben, was wirklich das Spannende ist, natürlich kann man das Ganze auch mit dem Rücklauf betreiben, aber was bei MGG 22 natürlich ein sehr, sehr interessanter Ansatz ist Heizen und Kühlen in Kombination. Also vor allem bei der Kühlung ist es bei der Fernwärme nicht ganz so einfach, das auch zu gewährleisten. Das ist hier natürlich ein sehr innovativer Ansatz und ich habe schon von sehr vielen Bauträgern aus dem östlichen Bereich gehört, dass man eine Kühlung eigentlich vorsehen muss, ja, in welcher Art auch immer, auch wenn es nur das gebohrte Loch in der Decke ist, wo noch nichts drinnen steckt, um die Sachen überhaupt noch verkaufen zu können, weil die Kunden das mittlerweile wahnsinnig stark nachfragen. Das System Müllgrundgasse-Kombination Windstrom und Tiefenbohrungen ist eines der besten, keine Frage. Trotzdem ist der Ansatz, auch den Rücklauf der Fernwärme zu verwenden, einer, der dort spannend ist, wo ich sonst nichts habe. Und Stichwort in Osten, ich war vor kurzem mit einem burgenländischen Bauträger im Gespräch. Vielleicht werden wir bald ein erstes Musterprojekt haben, das durch der Mikrotasse inspiriert ist. Dankeschön. Ja, da gibt es also, auch noch mehrere spannende Ansätze, zum Beispiel das Fernwärmenetz auch in die Richtung zu nutzen, dass man sagt, okay, man versucht bei den Lastspitzen dann die bauteilaktivierten Gebäude, die am Fernwärmenetz hängen, überhaupt wegzuschalten und damit natürlich sehr viel mehr versorgen zu können mit der gleichen Leistung, die eigentlich derzeit im Wärmenetz ist. Ja, da entsteht derzeit sehr, sehr viel. Wir leiten jetzt über in die Pause. Wir sehen uns um 15.15 Uhr dann bei der Bundesschule in Aspern.